Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Atomic Heart hier mal im Ladebildschirm, denn ich habe gerade den Start einer neuen Aufnahmesession und wir sind in der letzten Folge in irgendeinen Raum geraten, wo wir noch nicht genau wissen, was uns da erwarten wird, denn die Dinge überschlagen sich mittlerweile. Wir haben Stockhausen gesehen, der den Kopf von Petrov in Empfang genommen hat, plötzlich taucht dort Filatov auf und killt uns fast mit einer Granate, natürlich die zwei Lady-Roboter waren auch wieder hier, also die Dinge stehen Kopf und ich bin gespannt, was hier jetzt noch so passieren wird. Guck mal. Da sind wir. Und die Geräusche, die wir hier im Hintergrund hören, sind immer noch ein bisschen gruselig. Wir haben keine Auswahl über unsere Waffen. Wir sehen da unten zwar, wir haben gerade die AK ausgerüstet, die Kalaschnikow, aber wir können sie nicht nehmen. Ich kann auch nicht E drücken oder V oder sonst irgendwas. Wir können hier nur geradeaus gehen. Stelle Verbindung her. Laut dem Professor hast du seit 3 Tagen nicht geschlafen. Will ich auch nicht. Schlaf du? Meine Flasche Wodka? Warum nicht beides gleichzeitig? Ich kann das Zeug nicht leiden. Mein Körper ist mein Tempel. Weißt du, als ich noch klein war, hatte mein Bruder Angst vor Dunkeln. Also ließ er die Mutter nicht an. Ihm half es. Ich hasste es. Das Licht störte meine Fantasie. Aus demselben Grund mochte ich auch keine Kinderbücher. So viele bunte Bilder. Sie waren nicht real. Genau. Die Bücher in der Bibliothek. Interessanter Geschichte, Medizin, theoretische Physik, Wissenschaft will die Welt nicht sicherer oder schöner machen. Sie lügt nicht. Sie gibt uns Anfang. Also wusste ich, was ich lernen musste. Und ich entdeckte noch etwas. Ein Monster im Dunkeln ist berechenbar. Man kann es studieren. Ein Monster im Und so gefährlich. Absolut. Vor allem macht uns das Licht zu Monstern. Verstehst du das, mein Junge? Mehr oder weniger. Kann ich. Ich will hier gar nicht zu weit nach vor. Ja. Rekonstruiere Beleuchtung. Und das heißt, das Licht geht jetzt aus, oder wie? Ich wollte gar nicht zu weit nach vorgehen, weil ich ein bisschen Schiss gehabt habe, dass wenn wir sobald wir durch die Tür gehen, diese kleine Audiobotschaft hier unterbrechen. Gott sei Dank ist das Ganze nicht passiert und ich habe mal versucht, hier ein bisschen durch den Spalt bei der Tür rauszugucken, aber wirklich viel sehen kann man nicht. Da hinten ist eine kleine Stadt, die gerade bombardiert wird, vielleicht noch Zeiten aus dem Krieg, denn der ist ja erst 10 Jahre her, wenn wir hier im Jahre 1955 sind, da gut, sagen wir mal 10, 12 Jahre, 13 Jahre, der hat sich hier ja auch ein bisschen anders entwickelt als in unserer Welt, aber wirklich viel von draußen sehen kann man nicht und wir haben hier eine kleine Rückreise gemacht in die Kindheit anscheinend von P3. Und auch dort war Setchenov anscheinend einer der wichtigen Leute in seinem Leben. Möglicherweise. Na, gucken wir mal. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Oder auch nicht. Aha. Na nü? Ich wollte eigentlich gerade wissen, was da oben steht. Und plötzlich sind wir in einem ganz anderen Raum. Aha. Und dieser Raum ist 90 Grad gedreht übrigens, liebe Freunde. Wir sind wieder in dieser Traumwelt. Wir waren schon mal in dieser Traumwelt. Da mussten wir damals Äpfel sammeln. Das war nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als Herr Molotow, das ist übrigens das Haus, das ich gerade gesehen habe, das ein bisschen bombardiert wurde, als Genosse Molotow im WDNH war und dort dann durch die Roboter, zumindest will uns das Setchenov weiß machen, getötet wurde.
Wir haben ja mittlerweile eine andere Theorie, wie das passieren konnte. Vielleicht haben die irgendein Gas, irgendein Müdigkeitsmittel im Raum verstreut durch die Lüftung. Wir sind dann dort alle kollabiert und dann haben sie uns alle umgebracht. Außer mich natürlich, außer uns, außer P3. Der hat wie durch ein Wunder überlebt, aber die schwer bewaffneten Agentum-Soldaten direkt daneben, kurioserweise nicht. Und wir sind doch nicht wirklich im selben Traum wie in dem wir schon einmal waren. Da hatten nämlich diese Soldaten immer so eine komische Clowns-Rüstung, so eine Clowns-Uniform an. Der hier sieht normal aus. Hm. Sechenov. Wie ein Gott, wie ein Kaiser ist er hier positioniert. Oh, Jemine. Worauf haben wir uns hier eingelassen, liebe Freunde? Guck mal, dieselben Plakate wie da oben, dieselben Poster sehen wir hier auch nochmal, wo irgendwie ein paar Hautstücke entfernt wurden. Dort oben haben wir es gesehen, vom Fuß beispielsweise oder auch von der Nase werden Hautstücke entfernt. Dann wird irgendwas implantiert und dann wird es wieder so halbwegs zugenäht, aber ich weiß nicht genau, wozu das dient. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man alle diese Operationen erstmal hinter sich bringen muss, um dieses Kollektiv, um dem Kollektiv beitreten zu können, um das Polymer im Körper halten zu können. Das ist ja schon sehr krass, was da alles notwendig ist. Aber ich weiß nicht genau, warum hier immer wieder Poster sind von Hautteilen, die weggeschnitten werden. Von den Armen, von den Beinen. Wir haben letztes Mal vom Gehirn was gesehen. Wozu das Ganze? Weil wir sind natürlich hier in einer Art Krankenhaus, aber wir wissen ja genau, welche Art Krankenhaus das hier ist. Da werden die Gesunden erstmal zu Kranken gemacht. Hm. Und da haben wir die Riesenstatue von ihm. Wahrscheinlich auch erbaut durch zahlreiche Roboter. Eieieiei. Mit einer Schlange um den Stab gewickelt. Wie ein Herrscher steht er hier. Und das möchte er ja auch sein. Der Herrscher über die Welt. Nicht nur über die Sowjetunion, sondern über die gesamte Welt. Ich glaube, so viel können wir mittlerweile schon mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt tatsächlich vergoldet wurde oder ob das einfach nur ein helles Holz ist. Aber es sieht auf jeden Fall sehr majestätisch aus, das muss man schon sagen. Hm. Da bröckelt mittlerweile der Boden raus. Da draußen ist übrigens dieser komische Wurm wieder unterwegs. Mit denen hatten wir ja auch schon ein paar Mal zu tun. Und die Skelette kennen wir auch schon vom letzten Traum nämlich. Also ein paar Dinge wiederholen sich hier tatsächlich wieder. Ein Huhn ist hier auch. Sehr interessant. Na, gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Es gibt hier verschiedene weitere Gänge. Der eine ist gesperrt. Leider Gottes werden wir wohl nicht rausfinden, was da oben steht, oder? Nee, das wird leider nicht übersetzt. Es gibt diesen Weg. Es gibt diesen Weg und es gibt diesen Weg. Gehen wir mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingelangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier gerade ein bisschen Schiss. Auch wenn ich jetzt nicht rechne, gleich in einen Kampf verwickelt zu werden. Aber nichtsdestotrotz, ich habe einfach Schiss von dem, was wir hier sehen. Das zum Beispiel wieder, diese Zeichnung. Da wird einem hinten der Gaumen aufgeschnitten, dann wird da irgendwas rausgeholt und dann wird wieder zugemacht. Aber wozu das Ganze? Warum muss ich das machen? Was bringt mir dieser Eingriff? Hier. Was wird da gemacht? Da wird irgendwie vom Ohr das Trommelfell rausgeholt oder irgendwelche Gewebe, irgendwelche Organe werden da rausgeholt und dann einfach durchgeschnitten. Aber warum? Warum? Die fahren die hier mit irgendeinem Stäbchen ins Ohr rein, holen dann irgendwas aus dem Ohr raus, damit sie es dann mit so einer Feile durchstechen. Aber warum das Ganze? Und da kannst du mir nicht sagen, dass das hier irgendwie mit der Polymerforschung zu tun hat. Huch. Ah, jetzt ist die Tür wieder offen da hinten. Guck mal. Hier geht's sowieso nicht weiter. Aha. Und plötzlich sind da ganz andere Plakate zu sehen. Okay, ich habe das Gefühl, schon langsam drehen wir durch. Vielleicht sind das ja die letzten Momente, nachdem wir von der Granate zerlegt wurden. Eieiei, guck mal, wie schön das hier unten aussieht. Aber das alles ist definitiv nicht die Realität. Was ist das hier? Ein Waschbär mit einem falschen Kopf oder wie? Eieieiei. Okay, die Tür ist offen.
Poster haben wir mittlerweile auch andere. Ich weiß nicht, was hier wieder getan wird. Da wird das Gesicht irgendwie aufgeschnitten und dann natürlich wieder zugenäht, warum auch immer. Und hier sind irgendwelche Formeln an der Tafel. Ach du Scheiße, Freunde. Wo sind wir hier reingeraten, bitteschön? Wo sind wir hier reingeraten und wie kommen wir hier denn wieder raus? Ah, das kommt mir bekannt vor. Dieser Raum, den kennen wir. Das ist nämlich der Raum, wo die Kranken, die gar nicht mal so krank waren, behandelt wurden. Wo sie hingelegt wurden, wo sie, ich sag jetzt mal, eingesperrt wurden, bis sie wahrscheinlich irgendwann mal entweder gestorben sind oder bis Operationen mit ihnen durchgeführt wurde. Wir haben diese Räumlichkeiten gesehen im Pavlov-Komplex, im Untergrund. Und es gibt nicht nur einen, es gibt Dutzende von diesen Räumen und auch noch Hunderte von diesen Leichen, die wir da im Untergrund gefunden haben, im Leichenschauhaus. Eieieiei. Huch. So, das nächste. Vorsicht mit den Griffen von Werkzeugen. Der hat auch wieder hier irgendwas im Hals stecken. Eieieiei. Freunde, ich sag's euch. Und da sind wir tatsächlich jetzt in so einem Zimmer. Wo die Kranken oder nicht ganz so Kranken behandelt wurden. Wir sehen auch hier wieder die toten Soldaten am Boden. Das Zimmer aber komplett leer gefegt. Und auch wieder irgendwelche blutigen Instrumente hier am Tisch liegen. Was zum Teufel? Aber dieses Bild da hinten, wenn man sich das mal genauer anschaut, das ist definitiv der Realität entsprechend. Der Habicht, der da rumschwebt, die anderen Inseln, die da rumschweben. Denn auch wir sind ja eigentlich auf irgendeiner Insel. Die Uhr steht Kopf. Aber hier steht ziemlich viel Kopf. Alles klar, Freunde. Alles klar. Wo auch immer es für uns hier hingeht. Was sehen wir hier wieder? Wie der Arm abgetrennt wird. Wir sehen zuerst, wie das Blut gestoppt wird, in den Arm zu rinnen. Dann wird hier irgendein Instrument eingefügt und zum Schluss wird der Arm einfach abgesägt. Und wir haben keine Ahnung warum. Eieieiei. Ich habe so viele Fragen, Leute, und leider so wenig Antworten darauf. Ich hoffe, das wird sich jetzt bald ändern. Pavlovs Forschung führt zu Fortschritten in der Medizinwissenschaft. Naja. Das mag vielleicht sein in dem ein oder anderen Bereich, aber wir wissen, was hier abgeht. Und das hat definitiv schon eher was mit Folter zu tun als mit Fortschritt. Guck mal, auch hier wieder. Da wird irgendwie der Fuß abgesiebelt, warum auch immer. Ein gesunder Fuß. Man sieht jetzt nicht irgendwie, dass eine Zehe abgestorben ist oder schwarz ist oder sonst irgendwas. Ein gesunder Fuß wird aufgeschnitten, abgeschnitten und zum Schluss bleibt nur noch das übrig. Warum? Warum das Ganze? Will man dem einen mechanischen Fuß hier anbauen? Oder wozu dient das? Wozu dient der Eingriff? Okay, es gibt wieder mehrere Wege, die wir gehen können. Der sieht noch am freundlichsten aus, beim Blumenfeld hinauf. Der führt uns anscheinend zu einer verschlossenen Tür und der hier genauso. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier um. Wirklich viel sehen können wir da draußen nicht und vielleicht haben diese zerstörten Häuser, die sind mir nämlich auch im letzten Traum begegnet, als wir da mal unterwegs waren. Vielleicht haben ja die noch was mit dem Krieg zu tun. Wie gesagt, wir sind im Jahre 1955. Der Zweite Weltkrieg hat sich hier ein bisschen anders zugetragen. Er hat stattgefunden. Aber er hat sich ein bisschen anders zugetragen als in unserer Welt. Und Deutschland an sich ist ja heute zum Beispiel hier in diesem Universum ein Teil der Sowjetrepubliken. Die deutsche SSR, so heißt das hier. Und mit der braunen Pest und so weiter und so fort, Krankheiten, die es bei uns gar nicht gab, in der Form. Ja, da haben wir wieder das Gehirn, das kennen wir schon, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, entdeckt. Na, dann geht's mal hier für uns hinauf. Das Blumenfeld hinauf. Weiter ins Ungewisse.
Tja, und vom Blumenfeld ist jetzt nicht mehr viel übrig. Der Abgang ist weg. Jetzt haben wir hier noch eine Zeichnung von möglicherweise Pavlov, möglicherweise irgendeinem anderen, der hier diesen Komplex mit erbaut hat. Eieieiei, huch. Wir können nicht mal ein Medikit nehmen, das heißt, hier wird kein Kampf auf einmal auf uns warten. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Huch. Was macht das Huhn denn? Da ist noch eins auf der anderen Seite. Und wir sehen überall die Krankentragen, wir sehen überall diese Dinge, die uns immer wieder darauf hinweisen, dass wir immer noch im Krankenhaus sind. Mit diesen Medikamenten oder was auch immer das hier sein soll, was da rumschwebt in der Luft. Ist meine Klima noch an? Nee, es kommt mir ein bisschen kühl jetzt hier gerade. Also ich bin sowas von gespannt, was hier zum Schluss rauskommt, wo wir denn da jetzt tatsächlich gelandet sind. Und wer wir tatsächlich sind. Es kommt mir vor, als wären wir hier am Anfang wieder. Oh, wir sind tatsächlich wieder am Anfang. Guck mal, ich wollte gerade sagen, den Raum kenne ich. Wir sind wieder hier. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir jetzt durch diese Tür nicht mehr durchkommen. Jetzt bleiben nur noch die ersten zwei hier links übrig. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal hier durch. Da ist wieder die monströse Setchenov-Statue. Alles klar, Tür ist zu, es gibt kein Zurück mehr. So, da wird auch wieder irgendwas aufgeschnitten und zugenäht. Verschiedene Methoden, um den Knoten zu machen, so wie es aussieht. Eieieiei. Und die Welt verändert sich. Wir drehen uns einmal kurz in die andere Richtung um und die Welt verändert sich. Hier wird das Auge zum Beispiel entfernt. Aufgeschnitten, irgendwas wird implantiert. Möglicherweise ja unsere Analyse-Sicht, die wir haben, wenn wir Alt drücken. Und dann wird es wieder zugenäht. Vielleicht sind das tatsächlich Eingriffe, die man durchführen muss, damit der Mensch zur Maschine wird halbwegs. Damit das Polymer im Körper gedeihen kann. Und der Körper sich nicht gleich darauf zerlegt. Alles klar, die Tür ist offen. Da haben wir wieder diese Zeichentrickserie, die uns eigentlich schon das gesamte Spiel über verfolgt. Die ist nämlich immer wieder in diesen Freizeiträumen, in den Speicherräumen zu finden. Normalerweise würde ich die Schränke da drüben direkt mal looten. Geht aber in dem Fall nicht. Und dass in der Zeichentrickserie da genau ein Hahn vorkommt, wenn wir hier gerade die Hühner im Raum sitzen haben, ist bestimmt auch kein Zufall. Eieieiei, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh je, Mini. Der Raum dreht sich. Okay, wir kommen aber trotzdem noch ganz gut hier durch. Und jetzt stehen wir Kopf. Ich glaube, das, was wir hier oben immer hören, ist dieser Wurm, der hier oben seine Kreise dreht. Der hier, zwei sind es mittlerweile. Guck mal. Boah, wie lang die sind. Alter Falter, ich hoffe, gegen den müssen wir nie kämpfen. Der ist uns zwar mittlerweile im Spiel schon einige Male begegnet, aber er war jetzt nicht unbedingt auf einen Kampf aus, zum Glück. Okay, ich glaube, wir müssen hier raufspringen. Hast du gerade gesehen, was wir anhaben? Guck mal, ich gehe nochmal nach unten. Wir haben ein Fell auf den Händen. Hast du das gesehen und auf den Füßen auch? Wir sind irgendwie ein Tier, so wie es aussieht. So ein Ding, was da oben rumsteht. Aha. Was ist denn hier los? Wo bist du, mein Liebster? Komm zu mir. Komm. Und die Träne spricht mit uns. Oh je, jetzt drehen wir aber wirklich komplett durch, Freunde. Jetzt drehen wir wirklich komplett durch. Eieieiei. Da oben schaut uns dieses Knäuel wieder an. Hier müssen wir aufpassen, dass wir von dem Roboter nicht zerlegt werden. Aha.
Okay, und da kommt uns die gesamte Einrichtung entgegen, die da unten gerade erst spawnt. Und da kommt er wieder durch. Ich glaube, wir müssen hier nach drüben. Kann das sein? Ob das richtig ist, ist eine andere Frage. Wobei, gibt es hier eine richtig und falsch? Ich bin froh, dass wir überhaupt springen können und so und unsere Fähigkeiten zumindest noch teilweise nutzen. Finde mich. Na gut, und ich glaube, für uns heißt das, wir müssen nach oben. Guck dir das mal an. Wir haben ein komplettes Fell. Auf den Händen, auf den Beinen, aber warum? Ich meine, wir sind in einer Traumsequenz, da kann viel passieren. Aber hinter jedem Traum könnte ja theoretisch ein Fünkchen Wahrheit stecken. Oder soll das vielleicht darstellen, dass wir der Bluthund von Sechenov sind? Und wir deswegen so ein Fell haben, das uns eigentlich ein bisschen schon zum Wolf macht? Alles steht Kopf hier, die gesamte Einrichtung, schon langsam gewöhne ich mich dran. Und wer ist diese Dame, die hier mit uns spricht? Ist das unsere ehemalige Freundin möglicherweise, die uns zurückholen möchte? Oh Gott. Oh Gott. Eieieiei. Freunde, ich sag's euch. Verdammt. Was zur... Charles, wo ist Larissa? Hat sich vor der Explosion versteckt. Und was ist mit Stock passiert? Stockhausen wurde durch die Explosion in einen Behälter mit Polymer geschleudert. Er ist tot. Du Heuchlerin. Ich bin Ärztin. Schöne Ärztin, du granatenschleudernde Furie. Petrov und Filatova sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Da gibt es keinen Zweifel. Und wenn schon. Wir müssen hier raus. Tja, und da sieht man die Überreste von unserem besten Freund Stockhausen. Ich hab's gerade noch erwähnt, die Granate hat uns überrascht in der letzten Folge. Und wir wussten nicht genau, was mit uns passiert und was mit Stockhausen passiert ist. Wir haben nur gesehen, wie dieses Polymerblut sich plötzlich durch den ganzen Raum ausbreitet. Und das ist übrigens bis jetzt noch immer hier. Ich weiß nicht genau, wo der Eingang war. Ich glaube, hier ist sie reingekommen. Da waren wir alle. Und da sieht man wohl, ist die Granate explodiert. Und das Blut ist hier komplett durch den Raum geflossen. Und ihn hat es hier zersetzt. Direkt in der Badewanne. Einer weniger aus der Führungsriege. Aber vielleicht war das ja auch wieder ein ausgeklügelter Plan von Herrn Sechenov. Ganz ehrlich, mittlerweile würde ich dem alles zutrauen. Wir wissen, der geht über Leichen. Warum nicht auch seine eigenen Leute aus dem Weg räumen, wenn die ihm irgendwann mal zu gefährlich werden, möglicherweise. Jetzt sehen wir da unten, dass ein bisschen aussieht, wie wenn das hier schwimmen würde, das Polymerblut. Und hat das jetzt was mit dem Kopf zu tun? Von Petrov? Oder wo ist denn der überhaupt? Der muss ja auch noch irgendwo hier sein. Oder haben den die zwei Ladies mitgenommen, die Roboter? Die waren ja auch noch hier. Na, gucken wir mal, dass wir da einen Ausweg finden. Vielleicht geht's da hinten weiter. Die Zeichnungen und so sind dieselben wie aus der Traumsequenz auf der Tafel da hinten. Die haben wir gerade eben noch gesehen. Ob der Soldat auch da hinten stand gerade, weiß ich nicht. Nach hinten werden wir wohl nicht mehr kommen, oder? Ich probiere das Ganze jetzt kurz mal. Nee, da geht's nicht mehr zurück, eh klar. Warum sitzt denn der da so wie am Präsentierteller? Ist auch komisch. Es geht für uns tatsächlich hier weiter. In einen Aufzug, der uns hoffentlich wieder an die Oberfläche bringt. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Es geht für uns tatsächlich an die Oberfläche. Nein, eine Granate hat mich getötet. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber das ist jetzt alles nicht von Belang. Und was ist von Belang, du durchgeknallte Quacksalberin? Wir müssen uns treffen. Das musst du mit eigenen Augen sehen. Ich zeige dir alles. Was meinst du mit alles? Du traust Sechenov viel zu sehr. Aber er lässt dich im Ungewissen. Du hast keine Ahnung, was wirklich läuft. Wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst, wirst du es nicht glauben. Ja, da hast du recht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was los ist. Du wirst es verstehen, wenn du es siehst. Ich habe Beweise.
Ich warte in der Akademie der Konsequenzen. Der Eingang ist im Leuchtturm. Traue niemandem. Tue ich nicht. Ja, aber warum sollten wir denn ihr trauen? Traue niemanden heißt, traue niemanden. Und nicht traue einer Person, die sagt, traue niemanden. Eieieiei, Freunde, ich fühle mich hier immer mehr in die Enge getrieben. Wir wissen, wir können niemandem vertrauen. Ganz ehrlich, das muss mir keiner sagen. Wir wissen, wir können niemandem vertrauen. Weder Setschenow, noch Petrov, noch Stockhausen, noch Filatova. Denn jeder kann irgendwie hier seine eigene Agenda durchbringen wollen. Und wir wissen ja, auf welcher Seite die hier alle stehen. Setschenow, der die Welt beherrschen möchte, der natürlich seine Firma behalten möchte. Und auf der anderen Seite Filatova, die genau das Gegenteil möchte. Nämlich, dass die Firma zugrunde geht und dass die Sowjetunion trotzdem wahrscheinlich führende Macht bleibt. Denn das ist einfach so hier in diesem Universum. Aber nicht unbedingt über die ganze Welt herrscht. So, ich würde sagen, das würde ich nicht sagen. Wenn wir schon mal hier sind, wir haben hier wieder einen süßen kleinen Automaten, die liebe Nora. Autorisierung. Major Nechayev. Code. Danke dafür. Wir werden mal kurz unser Inventar auf Vordermann bringen. Ich weiß zwar nicht, ob wir wirklich viel brauchen. Wir haben nämlich eigentlich alles hier. Wir haben fast alles hier. Na gut, wir müssen ein bisschen was verkaufen, sehe ich gerade. Aber den Großteil haben wir tatsächlich auf Lager. Na gut, dann machen wir das ganz kurz mal, wenn wir schon mal hier sind. Wir werden kurz mal ein bisschen was verkaufen, unser Inventar auf Vordermann bringen. Dann sind wir für die nächsten Kämpfe, die hier möglicherweise auftreten. Denn jetzt sind wir wieder in der Oberfläche. Stets gerüstet. So, das können wir auch kurz mal verkaufen. Und dann gucken wir mal, was wir hier vielleicht rüberbringen können. Wir haben die Fatboy-Raketen. Wir könnten hier nochmal ein paar Schuss... Hallo? So, 15. Die kommen hier hin, dann passt das. Das schaut auch gut aus. Die Raketen haben wir hier. Da unten haben wir noch eine kleine Kapsel und die Fatboy-Rakete, die eine, die wir uns hier aufs Lager legen können. So, und dann bräuchten wir theoretisch zwei von den großen Kapseln. Auch da haben wir noch ein paar zum Glück. So, und das Ganze war's auch schon. Passt. Das ging ja easy. Supidupi. Speichere Daten. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Wir sind gar nicht mal so weit entfernt vom Leuchtturm. Da müssen wir hin. Das Leuchtturm ist unser Ziel, vermutlich dann nach hinten, so wie es aussieht. Und wir sind gerade mal 200 Meter entfernt. Der ist also direkt hier. Major, du musst die Beta-Konnektoren unbedingt zerstören. Was hast du denn andauernd mit diesen Ringen, Charles? Nenn sie nicht dauernd Ringe, Major. Gewöhn dir mal an zu denken, bevor du sprichst. Das sind Beta-Konnektoren, mit deren Hilfe zwei Robotermörder ausschließlich unter der Kontrolle ihres blutrünstigen Meisters stehen. Willst du noch mehr Tote auf dem Gewissen haben? Was für ein blutrünstiger Meister. Die Ringe hab ich und ich werde sie nicht irgendwelchen verdammten Robotern anstecken. Und wie lange werden sie in deinem Besitz bleiben, Major? Solange wie ich noch am Leben bin und noch Zeit ist. Die Zeit ist abgelaufen. Die Assimilierung von Petrovs Kopf läuft schon. Setschenow führt die Roboter in ihren normalen Zustand zurück und dann ruft er dich zurück. Und dann nimmt er die Ringe. Die will anscheinend jeder haben. Warum? Sind denn alle auf persönliche Mörderroboter aus? Denk nach, Major. Wer hat nach den Beta-Konnektoren gefragt? Setschenow mit seinen Metallzwillingen? Stockhausen, Setschenows Speichellecker und rechte Hand? Oma Sina, eine geheime Doppelagentin mit unbekannten Verbindungen? Oder willst du Petrov seinen letzten Wunsch erfüllen und die Konnektoren für Filatova geben? Oh, was ist denn hier los? Bin ich der Einzige, der nicht den Verstand verloren hat? Wie du siehst, hängt alles an uns. Egal, wer die Beta-Konnektoren in die Finger bekommt, das Ergebnis ist immer das gleiche. Mehr Blut, mehr Tod. Die Ringe müssen zerstört werden, ehe es zu spät ist. Es ist nicht zu spät, Charles. Noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht hat unser Handschuh da dementsprechend sogar recht. Ausnahmsweise mal, denn normalerweise ist ja unser Handschuh darauf programmiert, Herrn Setschenow hier ins positive Licht zu rücken und alle anderen eben ins negative. Aber vielleicht muss man diese Ringe einfach zerstören. Vielleicht ist das der Weg zurück zu einer halbwegs Normalität. Auch wenn das wahrscheinlich so schnell nicht mehr funktionieren wird, aber... Guck mal, ich bin gespannt. Wir sind wieder an der Oberfläche. Da drüben wird gerade wieder der Habicht repariert, beziehungsweise die Turbine. Wird der tatsächlich wieder repariert oder was machen die denn da? Ich gehe mal ganz kurz nach da hinten. Setzen die wirklich die Turbine hier wieder in Stand? Ja, das tun sie und die sind fast schon fertig. Guck mal. Zack. Die Flügel sind schon da. Fehlt nur noch der Innenteil. Warte mal, da gibt's eine Kiste.
und da wird es theoretisch ein Rätsel geben. Die Tür würde sich theoretisch nochmal öffnen. Und ich würde sagen, dieses Rätsel machen wir einfach mal, denn ich glaube, das ist der Weg zurück. Falls wir jetzt noch irgendetwas schnell machen wollten, irgendwelche Testgelände zum Beispiel mitnehmen oder noch irgendwas sammeln, irgendwelche Burning Ears, irgendwelche Chibitas aufsammeln oder mit Leichen reden. Aber wir haben, glaube ich, alles getan, was in unserer Macht steht. Wir können uns jetzt tatsächlich auf die Hauptmission konzentrieren. Und jetzt wäre nochmal der letzte Zeitpunkt, um zu sagen, okay, man guckt sich vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen weiter hier um. Warte mal, wo muss denn das Ding überhaupt hin? Da oben muss das hin. Ja, eins zu weit. Ne, eins in die Richtung muss es noch. So, aber das Blaue stört ein bisschen. So, jetzt ist es offen. Sehr gut. Also für alle diejenigen, die vielleicht jetzt genauso weit sind wie ich und die Testgelände vielleicht noch nicht alle erledigt haben oder vielleicht sagen, oh, in diesem Testgelände gibt es irgendwas ganz Spannendes für meine Waffe, die hätten jetzt nochmal die Chance, hier nach draußen zu gehen. Die Türe wäre offen, man muss nur die Rätsel lösen und hat die komplette Open World nochmal vor sich. Natürlich muss man einmal hier die Brücke zurück, wenn man das möchte, aber das wird auch möglich sein. Nichtsdestotrotz, wir haben alles mitgenommen, wir haben alle Testgelände, wir haben nahezu alle Sammelobjekte. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich da drüben um den Leuchtturm kümmern. Und mittlerweile, wenn man genau hinhört in den Hintergrund, der Habicht schwebt wieder, die Kameras sind aktiv, die Turbine ist auch wieder instand gesetzt. Davon ist er, der Habicht. Na, gucken wir mal. Ich bin sowas von gespannt, liebe Freunde, was da jetzt kommt. Vielleicht machen wir doch mal eine kurze Speicherung, einfach nur, weil wir die Tür jetzt geöffnet haben. Und dann gucken wir mal... Speichere Daten. Kurz mal kratzen. Dann gucken wir mal, was in der anderen Richtung auf uns wartet. Abgesehen von Polymer. Wo führt uns das denn hin? Na, das ist ja einfach nur so, keine Ahnung. Oder bringt uns das vielleicht sicher nach unten? Nee, auch nicht. Ach du Scheiße, was liegt denn da rum? Ein Wal? Aber der liegt schon etwas länger hier, so wie es aussieht. Der hat nämlich... Das sieht aus wie eine Plane, die da drüber gestülpt wurde. Guck mal, da ist ein Skelett. Oh oh. Dieses irre Pumpending. Ach du Scheiße! Scheiße. Der Taubkopfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Ausgedrückt ist das eine Hydraulikpumpe. Habe ich das nicht gerade gesagt? Oh Gott, wir wissen, was da jetzt kommt. Und der hat sich gerade aus dem Wal rausgefressen. Oh Gott, nicht mal getroffen. Das ist ja scheiße. Das Gute ist, der Wal bietet uns zumindest ein bisschen Deckung. Wo ist denn der Scheißtropfen? Toll! Alter Falter, das ist irrsinnig schwer, den zu treffen mit den Raketen. Ach du Scheiße. Wie gefällt dir das? Und das macht nicht mal viel Schaden. Guck dir das mal an. Ich habe eine Rakete direkt auf ihn geschossen. Das macht nicht mal viel Schaden. Okay, was bist du für ein Ding? Oh Gott. Okay, das macht auch nicht wirklich viel Schaden, aber egal. Wir müssen das jetzt irgendwie lösen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das macht gar nichts, das macht gar nichts, das macht gar nichts. Scheiß mich an, ey. Nicht mal die Raketen nutzen bei dem Monstrum hier. Guck mal, die machen dem vielleicht 2% Schaden. Aber wir haben nur 18, nicht 50. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ja froh, dass der Wal da ist. Das bringt uns zumindest ein bisschen Sicherheit. Boah, der ist so schnell. Guck mal, ich kann da gar nicht richtig zielen.
Alter Falter. Ich glaube, ich bin. Okay, nutzen wir mal diese Waffe. Mal gucken, wie viel Schaden die macht. Auch nicht viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, vielleicht ein bisschen Schaden macht die. Gut, wir haben ja genügend Muni, so ist ja nicht. Aua. Und hoffentlich auch genügend Medikits dabei. Nutzen wir nochmal den hier. Es macht zumindest ein bisschen Schaden. Ein klein wenig. Aber wirklich sehr wenig. Aber das Gute ist, hier lädt sich zumindest das wieder auf. Das Gerät. Und wir haben ja mittlerweile die richtigen Kugeln gefunden. Zielsuchend sind, die einfach in der Luft rumfliegen, bis sie irgendwann ein Ziel erreichen. Also ein wenig Schaden macht das, aber das ist wirklich sehr wenig. Na gut, dann verschwenden wir mal alle unsere Raketen, die wir haben. Der hat noch sicherlich 80% Leben oder so. Und der steht auch noch so weit weg. Oh, jetzt nicht mehr. Toll. Raketen noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zumindest ein bisschen Gesundheit haben wir noch auf Lager. Autsch. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Nee, aber die Raketen, die nutzen uns hier definitiv nichts. Die machen ein klein wenig Schaden, aber das war's. Vielleicht ist jetzt mal die Zeit, um hier so ein Ding drauf zu schrauben. Ach, so ist die Schrotflinte. Dieses hier. Was ist denn jetzt los? Ah, was ist denn jetzt los? Was hat der denn auf einmal? Aua. Warum hat der Tentakel? Ah, Hilfe! Toll, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal, wir nehmen mal das mit dem Feuer. Scheiße. Installieren. Mal gucken, ob das mehr bringt. Wo ist er, der Scheißer? Wo ist er? Ja, es macht ein bisschen Schaden. Klein wenig. Aber vielleicht sogar ein bisschen mehr, als wenn wir gar nichts nutzen würden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat immer noch sicherlich 2/3 von seinem Leben grob geschätzt. Aua. Aua. Und ist einfach viel zu schnell. Der ist einfach viel zu schnell. Licht aus. Mir gefällt dir das Schraubenkopf. So, da haben wir ihn jetzt zumindest ein bisschen Leben weggenommen. Sollen wir es mal damit versuchen? Huh! Aua! Mal sehen, was du drauf hast. Autsch! Jetzt hier wieder für einen Scheiß. Und der Darm von diesem blöden Wal hält mich auch immer wieder auf. So, wir haben zumindest hier wieder vollgeladen.
Vielleicht ist jetzt die Chance wieder auf Elektro gekommen. Oh Gott. Okay, ein Drittel Leben hat er noch. So, das hat ihn auf jeden Fall ordentlich gedownt. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich gleich wieder keine Elektro haben. Zwei Balken haben wir noch. Aber das macht zumindest ein klein wenig Schaden. Und ich bin schon froh über jeden Schaden, den wir ihm hier geben. Wer ist der Chef? Holla, die Waldfee. Wir haben keine Raketen mehr. Das Einzige, das noch bleibt, ist die Schrotflinte. Hier steht eine große Schlacht bevor, Genosse Major. Weitere Gegner im Anmarsch. Oh Gott, und der scheiß Wal hält mich hier immer wieder auf. Eine große Schlacht, na, die brauche ich jetzt gerade. Oh Gott, wir haben bald keine Mumie mehr. Bisschen noch. Ich weiß nicht, wo die anderen Gegner sind. Gott sei Dank noch nicht hier. So, nutzen wir nochmal die hier, bevor uns gleich die Munition ausgeht. Er hat noch ein bisschen Leben. Nicht mehr viel, ein bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. Das Ding, der hat sich gerade wieder ein bisschen aufgeladen. Aua. So, komm, ziehen was ab. Bisschen Leben hat er noch. Wir haben noch 19 Schuss in der Schrotflinte. Ach du Scheiße, wir sind komplett blank. Wir sind gleich komplett blank. Na, wie gefällt dir das? Hoffentlich nicht so gut. Bete zu deinem Blechgott. Denn langsam gehen mir die Optionen aus. Noch 6 Schuss. Und ich dachte immer, wir haben so viel Munition dabei, dass uns nichts passieren kann. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldvieh. Schalte 15 Gegner mit dem Neuropolymer irgendwas aus. Ach du Scheiße. Holla, die Waldvieh. Was bringt mir dir alles? Hoffentlich gutes Zeug. Neuropolymer 52, Metallteile 25. Na gut, dass wir von denen eh nur 5000 haben. Ach du meine Güte. Wir haben keine Munition. 4 Schuss, 0. Hier noch ein bisschen was und 0. Ach du meine Güte. Okay, wir müssen uns definitiv mal durchlesen, was dieses Ding eigentlich normalerweise so tun sollte. Das war das? Tatsächlich, der Tautropfen. Der mehrgliedrige Tautropfen ist eine schwere bionische Kreatur. Na, da sieht man mal, was der drauf hat. Ein massiver Klumpen aus biologischen Polymermuskeln und einer synthetischen Membran, die dem Roboter ermöglicht, die Form beizubehalten und den Transport im industriellen Maßstab erleichtert. Der Bioroboter wird im Bergbau zum Einsatz kommen, da er nicht nur Schwerlasten tragen, sondern mit seiner Lasereinheit auch Präzisionsbohrungen durchführen kann und eben auch ganz gut Menschen töten kann. Ach du Scheiße, ich hoffe, von denen gibt es nicht so viele. Puh. Tja. Und der wäre jetzt mal gedownt. Und man sieht selbst in seinem Schädel,
oder ein Dienst einer Einheit, der hat ja außer den Tentakeln hier nur Schädel, ist komplett alles voll mit diesem komischen Polymerblut. Und der hat hier im Wal gewohnt. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, das sieht ein bisschen... Guck mal, das ist doch richtig komisch. Ja, wobei hier unten ist auch ziemlich viel von dem Polymerblut. Wer weiß, wie es im Inneren des Wales aussieht. Vielleicht ist dort nur noch die Hülle. Also das, was man von außen her sieht, die Hülle übrig. Und innen gibt es gar nichts mehr, denn hier hinten schaut das Skelett aus. Und oben haben wir eine unbeschädigte Haut. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Da kommt uns der Darm entgegen. Wie auch immer, Hauptsache dieses Ding ist weg. Hauptsache dieses Ding ist weg. So, nochmal ganz kurz gucken. Gibt es hier noch was zu holen? Tatsächlich irgendwo da hinten. Wobei wir da so schnell wahrscheinlich nicht hinkommen. Und hier ist der Weg nach oben. Alles klar. Da ist nichts mehr. Und da ist der Leuchtturm. Heieieiei. Freunde. Boah, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Ich dachte, das ist Polymer. Ne, komm, scheiß mal auf die eine Kiste, bevor wir da jetzt irgendwo hingehen, wo wir nicht mehr zurückkommen. Und da müssen wir vielleicht nochmal gegen den kämpfen. Lieber nicht. So. Und dann... hierhin. Oh, das Ding war gefährlich. Mir war nicht klar, ob ich das schaffen würde. Und es gibt noch viel gefährlichere Roboter. Echte Kampfroboter sind doch viel tödlicher. Hier gibt es keine Kampfroboter. Noch nicht. Aber sobald kollektiv gestartet wird, werden sie überall sein. Und zwei davon mit Beta-Konnektoren. Hast du eine Ahnung, wie viel Blut wegen der privaten Ambitionen einer einzigen Person vergossen werden wird? Du und die Ringe, ihr treibt mich in den Wahnsinn. Wann hört ihr Penner auf, alle an mir rumzuzerren? Erledigt. Bist du jetzt glücklich? Gute Entscheidung, Genosse Major. Ich habe keinen Zweifel, dass dadurch Leben gerettet wurden. Vielleicht mehr, als ich mir vorstellen kann. Wollen wir es hoffen. Und ich hoffe sehr, dass das die richtige Entscheidung war, diese Beta-Konnektoren, diese Ringe zu vernichten. Denn wir wissen ganz genau, was Petrov eigentlich vorhatte hier. Wir wissen ganz genau, was er vorhatte, nämlich die Welt ins Chaos zu stürzen. Wir haben es in seinen zahlreichen Einträgen gelesen. Und dass er nicht mehr ganz bei Sinnen ist, das haben wir ja auch rausgefunden, als wir das letzte Mal mit ihm zu tun hatten. Und es war seine Idee, die Ringe Filatova zu geben, seiner Freundin. Die wahrscheinlich dann weitergemacht hätte, wenn sie die Ringe in die Finger bekommt. Wenn sie Setchenov bekommt, dann haben wir aber wieder das nächste Problem. Weil der dann überhaupt niemand mehr hat, der irgendwie was gegen ihn ausrichten könnte. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich die beste Idee, die hier ins Meer zu werfen. Ich hoffe, die haben keinen Tracker, dass sie irgendjemand wieder findet. Aber vielleicht war das tatsächlich die beste Idee, die man hier machen konnte. Ich bin gespannt. Weiter geht's, liebe Freunde. Wir haben noch 61 Meter bis zum Leuchtturm. Und wir haben null Munition. Das heißt, wir müssen definitiv mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Nora finden, die uns ein bisschen Munition spendet. Denn sonst sieht's scheiße aus für uns. Mit 4 Schuss kommt man nicht weit. Oh shit. Scheiße, das war unerwartet. Warum sind sie erstarrt? Der Zugangscode wurde von Petrovs Neuropolymerspeicher extrahiert. Der Kampfmodus wurde deaktiviert und die Roboter sind zu ihrem normalen Status zurückgekehrt. Gut gemacht. Jeder, der sich verstecken und überleben konnte, verdankt dir sein Leben. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Und was jetzt? Komm nach Jellomay, lass dich untersuchen und nimm dir frei. Ich kümmere mich um die Auswirkungen dieses Schlamassels. Verstanden. Bin schon unterwegs. Du hast Setchenov nicht von Filatova erzählt. Willst du dich immer noch mit ihr treffen? Ich will die Beweise sehen, die angeblich so wichtig sind. Das wird Dr. Setchenov nicht gefallen, das weißt du. Erzähl's ihm halt nicht. Das ist mir sowas von egal, ob ihm das gefallen wird oder nicht. Wir sind jetzt hier, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das hört sich natürlich auf den ersten Blick jetzt wieder super an. Ach, wie toll, P3 hat die Welt gerettet. Wir haben Petrov eliminiert, seinen Kopf sicher zurückgebracht und durch diese technologischen Möglichkeiten konnten die Codes extrahiert werden aus seinem Gehirn und jetzt endlich die Maschinen wieder in den Normalzustand versetzt werden. Aber da müssen wir eben ein bisschen weiterdenken.
Diese Maschinen wurden von Grund auf so konzipiert, dass sie diesen Modus haben, diesen Kampfmodus. Die wurden von Grund auf so konzipiert, dass sie kämpfen können. Und zwar alle Maschinen. Jede einzelne, bis auf die Tereshkova vielleicht, hat irgendwie einen Kampfmodus. Auch wenn es nur irgendwelche Schwerter sind oder irgendwelche Messer sind, die aus der Seite rauskommen. Alle Maschinen können hier kämpfen. Und das war von Grund auf so vorgesehen. Von Setchenov. Setchenov und seinen Konsorten, seinen Mitarbeitern, seinen Schiffs, die er vielleicht auch noch hat, obwohl er ja eigentlich der Leiter ist, aber wer weiß, ob da nicht ein Herr Sacharow doch noch über ihm steht. Der ist ja auch hier ein paar Mal gefallen, dieser Name. Mal gucken. Auf jeden Fall war das von Grund auf vorgesehen, dass diese Roboter einen Kampfmodus haben. Aktiviert hat ihn Petrov. Das muss man immer noch sagen. Das geht auf seine Kappe und da hat er jetzt schon genug gebüßt, denke ich, denn mittlerweile lebt er ja tatsächlich nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, wie ja Petrov damals auch gesagt hat, es ist nicht möglich, es dauert schon so lange, überhaupt ein System zu schreiben, damit ein Roboter funktioniert. Jetzt haben wir hier tausende Roboter in den verschiedensten Formen. Wie hätte der das alleine, gut, wir wissen, er hatte seinen Unterstützer, aber wie hätte der das alleine hinbekommen sollen, mit seinen Leuten, für jeden einzelnen Roboter ein schadhaftes Programm zu schreiben, das den Kampfmodus auslöst? Und warum hat Setchenov nicht vorgesorgt und Stockhausen und alle diejenigen, die das sagen haben, und ich sag jetzt mal sowas wie eine Notabschaltung eingeführt? Dass egal, ob dieser Kampfmodus aktiviert ist oder nicht aktiviert ist, diese Notabschaltung durchgeführt werden kann, damit eben Schlimmeres verhindert werden kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen meine Zweifel, ob tatsächlich Petrov oder wir jetzt diesen Kampfmodus beendet haben oder ob das jetzt vielleicht einfach die Notlösung ist, um uns quasi zu zeigen, unsere Mission war erfolgreich, wir können jetzt zurück nach Hause, alles ist gut, wir nehmen uns frei und um die Auswirkungen kümmert sich Setchenov. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht hat er jetzt den Notausschalter gedrückt, um die Maschinen wieder in den Normalzustand zu bekommen. Vielleicht hat er schon die ganze Zeit einen Code, um die Maschinen in den Normalzustand zu bekommen, wie ich es mir eigentlich schon seit einer Weile denke. Und er hat sie vielleicht jetzt benutzt, diese Codes. Damit wir jetzt glauben, wir haben das Richtige getan. Und damit wir jetzt vielleicht nicht da nach oben gehen, zu diesem Leuchtturm, und uns tatsächlich die Beweise anschauen. Ich weiß es nicht. Freunde, ich weiß es nicht. Ich stehe hier zwischen zwei Stühlen. Und ich habe das Gefühl, umso mehr wir hier sehen, umso weiter entfernen sich diese Stühle von uns. Ich will weder der einen Seite noch der anderen Seite angehören, aber wir stecken mittendrin. Und zwar auf beiden Seiten. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Folgen so bleiben. Denn wir machen morgen hier weiter bei Atomic Heart. Und dann gucken wir mal, was denn hier die Beweise so sind, die hier auf uns warten. Filatova wartet hier oben auf dem Leuchtturm. Und dann wird wohl ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Dann bin ich gespannt, was wir hier alles aufdecken werden. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Runde hier von Atomic Heart. Bis dahin, tschüss!